Herzlich willkommen zur 137. Folge Space Exploration mit Felix. Da kaputt. Hallo. Ja, es gibt nicht mehr so viele Sorten von Pizzen und so. Ich habe gesagt, na, jetzt reicht's. Na dann. Mich jetzt ja schon irgendwie leicht enttäuscht, ne? Ja, es tut mir echt leid, aber. Nee, es reicht, glaube ich. Na dann. Sag mal, was machen wir? Oder wir machen gar nichts damit, ne? Mit was? Mit dem Erz auf dem Hauptplaneten. Wir haben mal was probiert zu machen, aber das hat nie so richtig hundertprozentig funktioniert. Okay. Natürlich dann gut. Richtig. Ich jetzt hier oben noch irgendwas. Ich denke mal 7000 Schienen. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Ja, tatsächlich brauche ich echt nur Schienen, wenn ich jetzt da oben neu baue. Mal gucken, wie viele Schienen wir haben. Oh. Okay, wir haben doch ein paar mehr Schienen, als ich gedacht habe. Das ist doch grundsätzlich schon mal gar nicht so schlecht. Ist, der macht ja richtig Party, wa? Wie viel Schienen brauche ich denn? Reichen 3000?
Ich will immer grob überschlagen, das, was du brauchst, bis du irgendwann mal denkst, dass du Schienen automatisieren kannst auf deinem Planeten. Und da Schienen eigentlich recht einfach sein müssen, mit Eisenstange, Stahlträger und Stein, wo das Einzige, was dir vielleicht das Genick brechen könnte, Stahl ist aktuell, Nö, Stahl habe ich alles voll. dann sehe ich nicht mal einen Grund, warum du es noch nicht gemacht hast, automatisieren auf deinem Planeten. Das ist eine gute Frage. Ja, müsste ich mal schauen. Vorne ist noch kein Strom, was geliefert worden ist. Okay, dann habe ich das auf jeden Fall auch. Das heißt, mir gerade so viel Flüssiggas hier. Frage. Und kriegen die es nicht hin, dann ganz schwer wieder zu produzieren? So, warte mal, ich mache jetzt gerade nicht so viel. Alles klar. Das ist der Minimumbestand und der Rest geht gerade alles hier rüber. Wir haben nicht genug. Ist die Frage, baue ich das hier noch ein bisschen weiter aus? Dagegen. Ist das, wo ist das Wasser?
Ja, wenn ich endlich mal wieder ein paar Bohrroboter frei hätte. Wenn die mal soweit sind, endlich mal hier unten. Ich glaube. Wie? Wo ist denn mein Stahl? Ah. Wieso arbeiten die den Stein nicht weg? Leute. Guck mal. Ich brauche den Platz hier. Ich habe jetzt auch keine. Habe jetzt auch keine Bohrroboter frei, um einfach mal zu sagen. Ach Mensch, komm. Egal. Wir machen da einfach mal so ein bisschen. Ein bisschen Dings weg. Hier, wie heißt es denn? Wir prügeln jetzt einfach mal so eine 4800er Kiste mit Stahl durch Bauroboter weg. Was ist das Problem? Eigentlich ist das gut, weil wenn du das könntest, dann könnte ich vermutlich direkt aufhören mit zu spielen, so ungefähr. Wieso, ob jetzt nur 5000 Roboter das Zeug da fertig machen, ob nur 5000 Roboter die Kiste mal schnell leer machen. Und jeder, vor allem das sind ja nur 2400 Roboter, einmal mal kurz hin, wieder zurück. Wäre der Umzug erledigt. Ich finde es schön, dass du Eigentlich. 5000 Roboter hast als Host. Sagt der, der da auch massenhaft an Robotern auf dem Novus-Planeten rumliegen hat. Ich den Roboter rumliegen. Du hast 4100 Bauroboter und 3200 Logistikroboter auf Novus. Wurden die aber mir geschickt und die habe ich mir nicht selber geholt. Weil Novus ist ja der Dingsbein, da liegt ja nichts mehr rum. Novus hast doch aber auch du gemacht. Na, na, du Mit warst das jetzt. Robotern. Du warst das jetzt auf dem Planeten drauf. Also es ist Dann hau ich das. dein Dann komme ich Universum. gleich auf Theoden, hau 5 Millionen Roboter drauf und sag, was du bist, der als letzter drauf. Das ist ja auch eine Logik. Nö, wenn du hier anfängst, Bauroboter zu machen, dann hau ich dir ganz schnell. Und dann. Da bist du der Letzte, der drauf gewesen ist. Das ist ja immer das Interessante. Aber wie ist. Weil die bleiben ja eh jetzt relativ stehen. Ich werde jetzt auch keine Logistikroboter hier mehr drauf basteln. Wenn die Logistikroboter jetzt hier weg sind, dann ist Pech. Bis dahin habe ich hoffentlich jetzt alles hier auf gut umgestellt. Und dann sollte das eigentlich auch kein Problem sein. Und der Dings ist ja auch. Ich hoffe ja mal, dass wir dann jetzt irgendwann demnächst den Novus aufgeben können. Weil wenn du da oben ja schon eine riesengroße Produktionsanlage laufen hast, aber ich weiß nicht, was Was für da eine bei dir. Riesenproduktionsanlage habe ich denn laufen? Ja, mit. Ach so, das ist doch mal. Kio, wie heißen die Stäbe da? Was sind die denn? 1100, 4000. Ja. Ich weiß nicht, wie viele hochgeschickt hast, aber ich habe auf jeden Fall noch massenhaft dann da. Habe seit ungefähr 30 Folgen nichts mehr hochgeschickt, ja. Ja, aber ich weiß nicht, wie viel du am Anfang einmal hoch, oder beziehungsweise wo wir die Kiste voll gemacht hatten, wie viel das waren. 10.000? Keine Ahnung, immer so die Richtung, ja. Ich muss mal kurz schauen, warte mal. Produktion.
Verbrauch. Ich habe jetzt 7400 Kryonitstäbe verbraucht. Und verbrauche pro Minute aktuell, ja, machen wir noch 10 Minuten. Ja, ich verbrauche im Schnitt aktuell so ungefähr 20 Minuten. Ich glaube, das hätte ein anderer gemacht, oder? Ich konnte sich auch erstmal, ja. Ja gut, aber wir brauchen ja Kühl nicht, brauchen wir ja noch für andere Sachen, oder? Forschung oder sowas. Nicht wirklich. Kryonit brauchst du nicht in Unmengen. Hauptsächlich brauchst du es für mehr Schmiermittel. Ach so, Schmiermittel kannst du damit auch strecken. Ja, indem du diesen Kryonitmatsch Was brauchst du dafür? herstellst. Für Kryonitmatsch brauchst du zum Herstellen eine Schwefelsäure und ein Kryonitmatsch. Ich will Bekommst Kryonit. dann. Aber ich will wissen, was ich für Kryonitmatsch brauche. Ja, ein Kryonitstab und Schwefelsäure. Ah, ein Kryonitstab, okay. Das heißt, das machst du ja auch gar nicht aus Rohöl, ne? Direkt ja schon Schwefelsäure halt, ne? Ja, nicht Rohöl, Schweröl meine ich. Ja, später halt schon, aber du brauchst halt dann deutlich weniger. Du kannst dann halt aus einem aus einem Schweröl und 10 Kryonitmatsch Schweröl, 10 Schmiermittel herstellen. Und du kannst aus einem Kryonitmatsch und 100 Wasser ein Wassereis herstellen. Ja, aber ich überlege gerade, weil es wird auch deutlich einfacher, wenn ich dann einfach aus Schweröl Leichtöl mache, aus Leichtöl Petroleum und aus Petroleum, dann habe ich ja wirklich nur Petroleum da und aus Petroleum mache ich ja meine Schwefelsäure und aus der Schwefelsäure würde ich dann halt mein Dings hier machen. Wer ist denn hier? Schmiermittel. Wie gesagt, du brauchst aber ein Schweröl trotzdem für Schmiermittel. Du brauchst dann aber nicht mehr 10 pro Schmiermittel, sondern noch eins. Aber du brauchst auch dann statt einer Sekunde 5 für einen Durchlauf, für 10 So, Schmiermittel. ja gut, aber das ist ja egal. Okay, warte mal, das wäre tatsächlich eine Möglichkeit, aber bis ich dann erstmal die Dings fertig habe. Aber das sollte ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Definitiv. Guck mal ganz kurz. Okay. Du sagst immer, ruckelt mal ganz kurz, nachdem es angefangen hat zu ruckeln. Gefühlt. Da hab ich noch nicht mal was gemacht. So, also, das heißt, jetzt muss. So, dann werde ich jetzt gucken, bei welches, wo baue ich denn meine Produktion auf? Ich denke mal, die werde ich ja, wenn ich jetzt hier. Das Zeug kommt von da. Könnte ich das ja alles hier oben anliefern. Könnt dann die Produktion auf den und auf den verteilen. Dann stehen hier aber 140.000 Eisenerz im Weg. Oh, echt jetzt? Ja, nicht. Ich mal das Eisenerz da wegmachen. Dann brauche ich da die ganze Produktion auf, weil dann brauche ich mir nämlich nichts mehr von unten hochzuschicken. Kann ich den ganzen Kram von hier aus machen. Was brauche ich für diese Big Mining Drills? Elektromotoren. Nein, die habe ich nicht mehr, ne? Oh, zum Glück bin ich geflogen. Das wäre mein Tod gewesen. Das wäre definitiv mein Tod gewesen.
So, jetzt müssen nur noch die beiden Züge ankommen und dann produziere ich blaue Fließbänder automatisch. Ja, mehrere. Irgendwie schon traurig, dass man so gefühlt einen Mainbus mit vier Fließbändern Eisen und Warte mal, warte mal, warte so mal. hat. Dazu. Ist schon interessant. Also, du brauchst so viele Maschinen für die Zahnräder? Weil du produzierst ein blaues Fließband in einer halben Sekunde und brauchst dafür 10 Zahnräder. Das heißt, ich bräuchte alleine, ja, in Anführungsstrichen 10 Montagemaschinen nur für Zahnräder, wenn ich nicht 1,25 Crafting Tempo hätten. Na gut, fehlt ja nur noch Schwermetall, ne? Richtig, aber das sollte auch eigentlich jetzt kommen gerade. Oh, oder so. Ja, ich bin Experte. Hallo, ich weiß, dass das fehlt. Das war extra. Ich wollte das nämlich manuell anschalten. Ah, ja. Verstehe ich, verstehe ich, verstehe ich. Wollte nur erstmal Züge rausschmeißen, das war wichtiger. Prioritätensetzung und so. Okay. Hauptsache, ich darf den Robot trotzdem setzen. Schön. Ich glaube, ich darf ein zweites Eisenband in meine Eisenzahnräder reinlegen. Oh, stimmt. Nee, du musst einfach, glaube ich, reicht es nicht, wenn du hier eine Priorität reinsetzt, dass das Band Nö, das nur. andere steht ja eigentlich. Das macht keinen großen Unterschied. Wobei es theoretisch gesehen, wenn alles wirklich voll läuft, theoretisch gesehen irgendwann klappen könnte, aber glaube ich nicht. Nee. Wie viel brauchst du da? Zwei Eisenplatten, vier Eisenplatten in einer Sekunde. Das heißt, du brauchst da 5. Wie viel sind da? 2, 4, 6, 8. 8. Ja, eigentlich brauchst du theoretisch 40 Eisenplatten pro Sekunde. Und 45 macht das Band ja. Okay. Ach nee, Quatsch, du hast ja 16. Das heißt, du brauchst 80 pro Sekunde. Du hast ja nicht nur 8 Maschinen, ja. Okay. Ich wollte gerade Cool, sagen, da was kommt hast noch du meine denn da für eine, Eisenplatten. Tschüss. was hast du denn da für eine Lok? Aber das ist die einfach nur anders angemalt. Auch. War klar, oder? Oh, wenigstens sind hier ein paar blaue Fließbänder jetzt schon, ne? Boah, dieser Schneegeräusch, das würde mich jetzt schon wahnsinnig machen, ey. Weiß nicht, was du meinst. Finde ich super relaxing und entspannend. Okay. Warum macht der denn? Was meinst du, warum ich relativ zeitnah jetzt gleich bald eine Steinschmelze aufbaue, um mir Beton hier auf den Boden zu klatschen? Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Aber wenn du Beton auf dem Boden hast, dann ist kein Schneegeräusch mehr, oder wie? Ich hoffe. Nö, da hast du das Betonlauf- oder Ziegelsteinlaufgeräusch. Ja, dann ist ja gut. Alter Schwede. Das Problem ist, du kannst diese Scheiße total schlecht aufbauen, Alter, weil echt du. jetzt? Was? Der fährt von da nach da. Ja. Ich dachte, wo ist denn Abholung Eisenplatten? Okay. Ja. Stimmt, der hat einen super weiten Weg eigentlich, wenn man das so bedenkt, weil der, glaube ich, in der Kreuzung gar nicht wenden kann. Nee, in der Kurzung kann er nicht wenden, tatsächlich.
Das heißt, der fährt dann ja, was weiß ich, wo rum, um einmal da wieder hinzukommen. Ja gut, der fährt, ja gut, der fährt hier lang und wendet halt in dem, wenn du im Hammer links, was du da hast. Da geht's ja noch. Ja, aber wenn er rausfährt, kann er das nicht machen. Also wenn er das verlässt. Stimmt. Das heißt, er fährt dann vermutlich so und dann da rein oder so. Oder er fährt halt, was weiß ich, worum. Einmal im Nee. Block halt. Ich denke mal, er fährt so runter, wie du es jetzt gerade gemacht hast. Schätze ich jetzt Warum auch mal. immer in diesem Blueprint von der Kreuzung kein Wendeding drin ist, aber das ist ja egal, ne? Werden wir jetzt ja sehen, wo er lang fährt. Ja, unten oben und fährt dann. Ne, da geradeaus und fährt dann unten oben und fährt so wieder rein. Ach, wie toll. Oh, bei mir ist es dunkel. Wenn das was Neues wäre. Darf ich raten? Ja, ich darf raten. Alles klar. Jetzt ist schon wieder voll. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Was hatte ich jetzt gerade gemacht? Achso, ich hatte überlegt, das umzubauen, aber das kommt noch nicht. Da komme ich auch noch nicht weiter. So, dann muss da noch eine Abholung rein. Und das wollte ich machen. Ja, dafür brauche ich halt, dafür brauche ich erstmal die ganzen Bauroboter dann. Schön, die geben mir mal kostenloses Erz. Die Meteoriten. Die schlagen nämlich immer da ein, wo ich noch nichts gebaut habe. Zumindest aktuell noch. Okay. Zum Glück. Es ruckelt mal ganz kurz. Die Verzögerung ein bisschen größer, als ich gedacht habe, vom Ruckeln. Ja, diesmal habe ich gesagt, es ruckelt mal ganz kurz, habe gewartet, damit er sich nicht wieder beschweren kann. Was soll denn die Scheiße, ey? Gut, aber dann sind wir schon wieder am Ende der Folge. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.